Projekt Move, wie gerade schon erklärt, maschinelle Intelligenz für die Optimierung von Wertschöpfungsnetzwerken. An der Stelle vielleicht ja etwas sperrig vom Titel. Ich würde das mal versuchen, ein bisschen ja einzudampfen. An der Stelle könnte man vielleicht auch bezeichnen, ja synonym als KI im Supply Chain Management, ist vielleicht nicht ganz synonym, aber macht das Ganze vielleicht ein bisschen griffiger an der Stelle. Und genau, warum wir uns denn jetzt mit dem Thema KI im Supply Chain Management beschäftigen, zeigt eigentlich ganz schön eine ja aktuelle Auswertung, die ich mitgebracht habe aus dem Hause Panion. Hier wurde sich mit verschiedenen Use Cases für die ja künstliche Intelligenz oder für das maschinelle Lernen beschäftigt. Und genau, zentrale Aussage hier ist eigentlich Supply Chain Optimierung. Ja, ist so der ja KI Use Case schlechthin für das Jahr 2025, und ist hier im Ranking auf der rechten Seite noch vor Themen wie beispielsweise autonomer Transport oder auch Predictive Maintenance, was ja auch sehr prominente Beispiele für KI in dem Bereich sind. Um das Ganze noch mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, wurden hier auch ja, der Einfluss von KI auf den Umsatz eingeschätzt für den Bereich Supply Chain Optimierung. Und hier können wir auch noch mal sehen, dass ja vor allem in den nächsten Jahren das deutlich steigt und ja die KI oder der Einsatz von KI-Lösungen für das Thema Supply Chain Optimierung einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Umsatz haben wird. Das erstmal so vorab als Motivation, warum wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine beispielhafte Studie aus dem Bereich. Das deckt sich aber natürlich auch mit ja vielen, vielen weiteren Veröffentlichungen. Und genau daher beschäftigen wir uns im Projekt Move mit KI im Supply Chain Management. Mit welchen Herausforderungen wir uns dort genau beschäftigen, würde ich jetzt einmal auf der nächsten Folie vorstellen. Und zwar haben wir im Projekt Move vier konkrete ja, Herausforderungen, die wir angehen. Das ist zum einen das Thema der Absatzprognose, was natürlich ein ja, sehr zentraler ja, Inputgeber für auch weitere anknüpfende Prozessschritte ist im Supply Chain Management und vor allem in der ja, Supply Chain Planung. Und genau hier ist die Herausforderung, ja, die zukünftigen Bedarfe möglichst genau vorherzusagen, eine Prognose darüber anzufertigen und genau diese dann auch so zu verarbeiten und so in die Planungsprozesse zu integrieren, dass sie dort nutzenstiftend verwendet werden kann. Im zweiten Piloten, den wir im Projekt Move betrachten, geht es um das Thema Teiletourismus. Ist jetzt vielleicht ein ja, etwas plakativer Begriff. Im Prinzip ja, geht es darum, dass wir die Materialtransporte zwischen verschiedenen Standorten, entweder im Unternehmensverbund, aber auch zwischen Unternehmen optimieren wollen, sodass eben ja, Teile, Komponenten oder auch Baugruppen nicht erst von einem Standort zum nächsten und dann wieder quer durch die Welt ja, verschifft oder gefahren werden, um dann entsprechend am Ende doch wieder am ursprünglichen Standort verwendet zu werden. Das ist natürlich eine Sache der Kostenoptimierung, aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich ein Punkt, den wir hier angreifen. Das dritte Thema, was wir ja, im Bereich Supply Chain Management uns anschauen, ist die Lieferterminprognose. Hierzu werden wir später ja auch nochmal im Detail einen Einblick bekommen vom Unternehmenspartner, der das Thema mit uns angeht. Nichtsdestotrotz vielleicht als Einstieg, ja, Lieferterminprognose ist ja erstmal von der Fragestellung auch eine Prognose natürlich. Und hier wollen wir herausfinden, wie man möglichst genau ja, den Zeitpunkt bestimmen kann, wann ein, ja, ein Auftrag oder ein Produkt am Ende der Supply Chain ankommt, also wirklich sich in der Auslieferung befindet zum Kunden. Konkrete Herausforderung hier ist natürlich zum einen die Abbildung ja, aller vorgelagerten Prozesse, die entsprechend vor dieser Auslieferung ja, stattfinden, aber auch das Thema beispielsweise Echtzeitdaten oder Zugriff auf externe Daten ist hier natürlich extrem wichtig. Vierte ja, Herausforderung im Projekt ist das Thema Bullwhip-Effekt. Das wird auch sicher dem einen oder anderen bekannt sein, im Deutschen auch oft als ja, Peitschen-Effekt bezeichnet. Das bezeichnet im Prinzip so das Aufschwingen der Unsicherheiten entlang einer Lieferkette. Das kann man sich eigentlich relativ gut meist vorstellen.
angefangen vom ja, Unternehmen, welches mit dem Endkunden direkt zu tun hat. Ja, wenn dieser oder wenn die Märkte, wie sie ja auch heutzutage häufig ausgeprägt sind, sehr dynamisch und auch volatil sind, gibt es da natürlich Schwankungen im Bedarf. Und diese ja, werde ich als Unternehmen natürlich weitergeben durch meine ja entsprechende Steuerung über die Materialversorgung, auch über Sicherheitsbestände, gebe ich diese Schwankungen dann natürlich leicht verzerrt und auch verzögert an meinen Zulieferer weiter und dieser dann ebenfalls wieder an seine Zulieferer, sodass sich diese Schwankungen aufschwingen und dann entsprechend irgendwann nicht mehr handelbar werden in der Wertschöpfungskette. Genau, so viel erstmal zu den vier ja, Herausforderungen, die wir im Projekt Move angehen. Hier arbeiten wir, wie gerade schon gesagt, mit verschiedenen Unternehmen auch zusammen. Das ist einmal im Bereich Absatzprognose das Unternehmen Portavis als ja, IT-Dienstleister der Mediaprint-Gruppe. Hier geht es vor allem ja, produktseitig um Printartikel, also um Kalender, um Visitenkarten, Bücher und dergleichen, die natürlich auch stark davon geprägt sind, gerade durch die Anbindung an ja, Online-Portale, die mögliche ja, Konfigurationsmöglichkeiten bieten. Ist natürlich die Variantenvielfalt an der Stelle auch sehr hoch und entsprechend das auch eine große Herausforderung, um zukünftige Absätze zu prognostizieren. Das Thema Teiletourismus ist zentral bei Hettich als einer ja, der führenden Hersteller für Möbelbeschläge hier auch aus der Region. Und hier haben wir eben auch ein ja, global agierendes Unternehmen mit verschiedenen Produktions- und Distributionsstandorten, wodurch dann auch entsprechend dieses Thema des Teiletourismus entsteht. Genau, Lieferterminprognose bei Diebold Nixdorf hören wir später nochmal im zweiten Teil der Veranstaltung ja, weitere Details zu den genauen Ausprägungen ja, dieser Herausforderung im Projekt. Und der Bullwhip-Effekt, den bearbeiten wir gemeinsam mit Phoenix Contact als ein ja, Hersteller von Automatisierungs-, Verbindungs- und Elektrotechnik aus der Region. Genau, was ist eigentlich die konkrete Zielsetzung im Projekt Move? Natürlich wollen wir die vier genannten Herausforderungen im Projekt bearbeiten, wollen hierfür auch Lösungen finden, datengetriebene Lösungen vor allem. Das ist aber allerdings nicht das Ganze. Die ganze Geschichte, sondern wir wollen vor allem auch ja, Unternehmen befähigen, KI-Methoden einzusetzen. Und daher wollen wir im Projekt nicht nur die vier Herausforderungen angehen und lösen, konkret in ihren Ausprägungen, sondern wollen zum einen eine Spezifikationstechnik entwickeln, welche eben die Wirkzusammenhänge in der Supply Chain, im Wertschöpfungsnetz beschreibbar macht. Und auch direkt den Durchstoß bietet zu den entsprechenden IT-Systemlandschaften und Datenpunkten, die dahinter stehen. Darüber hinaus ja, ist ein weiteres Ziel, dass wir auch ja, KI- oder Machine Learning-Verfahren einsetzen, um eben diese Prognose- und Optimierungsprobleme zu lösen. Und ja, das Wichtigste dabei, dass wir auch im Projekt das Vorgehen und ja, die Schritte, die wir durchführen, um zu dieser Lösung zu kommen, kontinuierlich festhalten, auch formalisieren und auch weitestgehend ja, versuchen zu generalisieren, sodass diese dann in ja, auch weiteren Unternehmen zum Einsatz kommen können und eben ja nicht spezifisch jetzt auf diese Use Cases bezogen sind. Die Vorgehensmodelle und Lösungsmuster, welche wir im Rahmen des Projektes erarbeiten, sollen dann nachher gesammelt werden im ja, sogenannten Aufgabenmodell für KI im Supply Chain Management, welches dann ja ein Strukturierungsrahmen oder ein Rahmenwerk bietet, welches eben diese Use Cases ja zum einen strukturiert und dann entsprechend auch mit generischen Lösungsmustern hinterlegt, sodass die Projektergebnisse natürlich zum einen für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, Nutzen stiften, aber auch ja für den Cluster und auch für weitere Unternehmen ja, genutzt werden können und ja in dem Sinne auch nachhaltige Projektergebnisse darstellen. Vielleicht noch mal einmal zu den Kompetenzen, die wir im Projekt verbinden. Hier haben wir natürlich an einer Stelle das Thema Supply Chain Management und Logistik, natürlich als Domäne, in der wir hier grundsätzlich unterwegs sind im Projekt Move.
An der Stelle vielleicht auch mit dem Blick auf das Konsortium. Wir arbeiten auch zusammen mit dem Fraunhofer IML im Projekt MOVE, die natürlich gerade im Bereich Supply Chain Management und Logistik natürlich sehr stark vertreten sind und da auch die nötigen Kompetenzen mitbringen. Zweites thematisches Handlungsfeld ist natürlich das Thema Simulation, KI, aber auch Operations Research. An der Stelle sind vor allem zu nennen die Universität Bielefeld, aber auch das Unternehmen Lüttich als ja sogenanntes Befähigerunternehmen, welches im Projekt uns unterstützt, gerade diese ja datengetriebenen Anwendungen, die Simulationsmodelle, aber auch die Algorithmen zu erstellen und dann auch sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Und last but not least natürlich die ganzen Themen rund um ja, Digitalisierung, Industrie 4.0, wo auch wir als Fraunhofer IEM natürlich uns verorten würden. Und genau in dieser Schnittmenge liegt dann entsprechend das, ja, der inhaltliche Fokus vom Projekt It's OWL MOVE, sodass halt ja entsprechend Disziplinen aus diesen verschiedenen Fachbereichen benötigt werden, um ja datengetriebene Use Cases im Supply Chain Management umzusetzen. Als nächstes würde ich einmal gerne den Lösungsansatz vom Projekt MOVE vorstellen. Sie sehen einmal auf der rechten Seite nochmal die vier Anwendungsfälle, mit denen wir uns beschäftigen. Und links wird sich jetzt das Vorgehen nachfolgend aufbauen. Wir orientieren uns hierbei an der sogenannten Analytics Canvas, eine Veröffentlichung, welche ja den Ablauf von Data Analytics Projekten in verschiedenen Schichten und Schritten beschreibt. Starten tun wir dabei immer mit der ja, Beschreibung des Anwendungsfalls, also des Use Cases. Und das haben wir auch hier im Projekt als ersten Schritt verfolgt, dass wir die Use Cases uns nochmal angeschaut haben und dort vor allem ja die nochmal detailliert haben, nochmal spezifiziert haben und nochmal genau geschaut haben, was sind eigentlich die Ziele, was sind nicht die Ziele, worüber sprechen wir eigentlich? Gerade auch, ja, wenn man in Projekten unterwegs ist mit ja, KI-Bezug, ist das natürlich manchmal etwas schwieriger. Und da ist es natürlich wichtig, dann auch ein gemeinsames Verständnis zu haben und gemeinsame Erwartungen an das Projekt. Deswegen haben wir da nochmal ja, am Anfang auch ja, sehr viel ja, investiert, um diese Anwendungsfälle nochmal zu beschreiben, sodass wir auch ja, da ein gemeinsames Verständnis haben an der Stelle. Dann haben wir auch angefangen, im Sinne des Use Case eine Domain-Analyse zu machen, also die Wirkzusammenhänge, die eigentlich für den Use Case relevant sind, auch zu spezifizieren. Das können beispielsweise Prozesse sein, die wir aufgenommen haben oder auch schon bestimmte Anforderungen, die wir identifizieren konnten aus Sicht der verschiedenen Anwender, die nachher mit der ja, KI-Lösung arbeiten müssen oder auch bereits Einflussfaktoren, die Domänenexperten bekannt waren, die nachher für die KI-Lösung relevant sein können. Außerdem haben wir in dem Schritt auch schon ja, erste Analysen und den Nutzen von KI einmal ja, gedanklich vorweggenommen. Im zweiten Schritt, das ist auch so der Punkt, wo wir aktuell im Projekt stehen, geht es dann ja quasi runter auf die unterste Ebene, die Ebene der Datenquellen, wo wir einmal genau schauen, welche Daten sind eigentlich verfügbar, welche Daten liegen in den IT-Systemen und da ja quasi im Sinne einer Dateninventur einmal schauen, ja, welche Daten verfügbar sind, was die Daten auszeichnen und auch, ob diese ausreichend sind, um unsere Fragestellung zu beantworten. Genau, ich hatte es gerade schon gesagt, die Daten liegen natürlich in IT-Systemen und das ist dann der nächste Schritt, der sich auch darauf aufbaut. Das heißt, die Dateninfrastruktur einmal zu spezifizieren und zu analysieren, um eben auch zu sehen, in welchen IT-Systemen liegen eigentlich die Datenpunkte, wie sind diese miteinander verknüpft und muss hier gegebenenfalls noch erweitert werden. Im letzten Schritt kommt es dann tatsächlich zur ja, Datenanalyse, das heißt zur Anwendung der ja, Machine Learning und KI-Verfahren, um eben diese Optimierungsprobleme, aber auch die Prognose-Probleme zu lösen an der Stelle. Als nächstes würde ich einmal noch mal gerne einen Arbeitsstand zeigen vom Vorgehen im Projekt. Das ja, gibt eigentlich noch mal das wieder, was ich auch gerade schon ja, versucht hatte, auf der vorherigen Folie zu zeigen vom Vorgehen, vielleicht noch mal als eine alternative Darstellung, was noch mal im Projekt
Move so das Vorgehen ist, vor allem aus Sicht jetzt unserer Forschungspartner. Das ist einmal ja, das MOVE-Aufgabenmodell natürlich zu befüllen. Dafür sehen Sie ganz oben die Definition des Use Case. Damit haben wir auch in den verschiedenen Piloten schon gestartet und haben uns entsprechend mit den Use Cases beschäftigt, die dann natürlich zentraler Bestandteil des MOVE-Aufgabenmodells hier in Blau hinterlegt sind, welches so ja das komplette Projekt eigentlich umfasst und auch kontinuierlich befüllt wird. In der Mitte sehen Sie dann einmal ja, die verschiedenen Modelle, die wir im Rahmen des Projektes aufstellen und die auch miteinander interagieren. Wir werden ein ja, Supply Chain Domain Modell aufstellen, also eines, was die Wirkzusammenhänge in der Supply Chain beschreibt. Und an der Stelle wurde bereits eine ja, erste Spezifikationstechnik entwickelt, hier mal als Supply Chain Baukasten beschrieben, welches ermöglicht, relevante Teile der Supply Chain so abzubilden, dass sie auch im mathematisch-logischen Modell dann genutzt werden können. Hier sehen Sie auch auf der linken Seite ja, eine Lösungskomponente, die an der Stelle quasi aus dem Projekt rausfällt. Hier muss natürlich nachher genau beschrieben werden, um einen konkreten Use Case zu lösen, welche Teile der Supply Chain muss ich eigentlich abbilden, wie genau muss ich diese abbilden und worauf muss ich da achten, beispielsweise auch was bestimmte Parameter oder Randbedingungen angeht. Das heißt, die Lösungskomponente ja, extrahieren wir dann, versuchen das zu generalisieren und haben dann schon mal für die Domänenbeschreibung ein Element, wie man bei dem Use Case vorgeht. Analog zieht sich das dann eigentlich durch im unteren Teil, den Arbeitspaket 3 und 4, wo wir dann auch ein Datenmodell aufstellen, welches entsprechend die IT-Strukturen und die Daten abbildet, hier auch mit einer Referenzarchitektur hinterlegt, die auch mit dem Supply Chain Baukasten natürlich verknüpft wird. Genau, und im Arbeitspaket 4, wenn es dann wirklich um die Anwendung des Machine Learning Algorithmus geht, muss natürlich im Vorfeld ein ja, mathematisches oder logisches Modell auch entwickelt werden, welches dann entsprechend mit Machine Learning dann optimiert wird. Und auch hier wollen wir wieder eine Lösungskomponente extrahieren, welche den Machine Learning Ansatz, der gewählt wurde, oder die Verknüpfung verschiedener Ansätze, beispielsweise auch mit Simulation, verknüpft. Und ganz zum Schluss des Use Case wird natürlich nochmal einmal das gesamte Vorgehen, welches jetzt zur ja, Beantwortung des Use Case oder zur Lösung der Problemstellung genutzt wurde, nochmal einmal generalisiert und im Vorgehensmodell zusammengefasst. Abschließend möchte ich nochmal einmal eine Zusammenfassung vom Projekt MOVE geben. Was machen wir im MOVE? Wir lösen zum einen konkrete Unternehmensprobleme in Wertschöpfungsnetzwerken, beispielsweise die Herausforderung der Absatzprognose, des Teiletourismus, aber auch des Bullwhip-Effekts oder der Lieferterminprognose. Wir entwickeln eine domänenübergreifende Spezifikation, welche zum einen natürlich die Wirkzusammenhänge in der Supply Chain beschreibt, aber auch die Verknüpfung zu den IT-Systemen gewährleistet, sodass wir dann ja in der Möglichkeit sind, KI-Verfahren auch einzusetzen, um diese ja, Optimierungsprobleme zu lösen und das eben automatisch. Und am Ende des Projektes halten wir natürlich unser Vorgehen und unsere Erkenntnisse fest im Sinne von übertragbaren Vorgehensmodellen und Lösungsmustern. Auf der rechten Seite sehen Sie noch einmal die Eckdaten vom Projekt. Manches wurde jetzt in der Einleitung auch schon erwähnt. Hier vielleicht noch mal einmal in der Übersicht. Genau, das Projekt ist gestartet letztes Jahr im Sommer und hat eine Projektdauer von 3 Jahren. Das Volumen ungefähr ja, ein bisschen mehr über 3 Millionen Euro Gesamtvolumen im Projekt mit einer Förderquote von circa 62%. Wir als Fraunhofer IEM übernehmen im Projekt die ja, Konsortialführung und arbeiten gemeinsam an den Themen mit ja, 3 Forschungspartnern, 4 Anwendungspartnern und 4 assoziierten Partnern, die Sie unten auf der Folie einmal sehen können. Damit würde ich mich an der Stelle schon mal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und würde das Wort weitergeben an meinen Co-Referenten Timo von der Eck. Danke, Julia. Mein Name ist Simon von Deck. Ich arbeite für die Firma Diebold Nixdorf schon jetzt mittlerweile seit vielen Jahren. Ich hatte da die Möglichkeit, auch jetzt schon sehr viele Themen betreuen zu dürfen und bin jetzt froh, dass ich in so einem
Team auch zusammen mit in dem MOVE-Projekt, mit den Fraunhofer-Kollegen und vielen anderen zusammenarbeiten darf. Hat mir bis jetzt schon viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt ein bisschen über die Firma Devonics doch sagen und dann einsteigen, so wie mir das gerade kurz vorgestellt hat, in das Thema Lieferterminprognose. Was haben wir schon gemacht? Wo geht da die Reise hin? Hat uns dazu bewogen und so weiter? So, Devonics. Viele von Ihnen kennen die Firma womöglich schon, auch schon seit mehreren Jahren, unterm Strich Nixdorf, vielleicht auch Diebold aus den USA. Viel bekannt, oder ich denke für viele mehr bekannt aus dem Hardware-Umfeld, das heißt Geldautomaten, das Thema Kassensysteme und auch in den letzten Jahren immer wieder stärker in das Thema Software eingestiegen. Sind wir seit jetzt auch in den letzten 4-5 Jahren sehr viel stärker damit eingestiegen, uns mit den Themen Automatisierung und Digitalisierung mit zu befassen und zu gucken, was interessiert eigentlich die Kunden. Der Kunde ist heute nicht mehr interessiert, nur noch daran, Geld abzuholen oder irgendwo in seinem Store, also in seinem Retail-Store entsprechend einzukaufen, sondern häufig geht das über die verschiedenen digitalen Angebote, sei es das Smartphone, die Smartwatch, Angebote über die Cloud. Und genau das ist die Zielsetzung jetzt auch schon seit einigen Jahren bei Devonics, genau diese Themen einfach auch zusammenzubringen und dem Endkunden die Möglichkeit zu geben, genau diese Themen einfach auch mit vermischen zu können. Nicht nur Geld abholen zu müssen, sondern auch dann in den Retail-Stores entsprechend an den Geräten zu arbeiten. Und ein ganzheitliches, smartes Gefühl zu haben. Ich denke, das kennt jeder von Ihnen. Jeder hat mittlerweile so eine Smartwatch oder irgendwas oder ein Smartphone, wo entsprechend diese Themen bearbeitet werden. Und da ist Devonics auch sehr stark mit. Hier ein paar Zahlen zu dem Thema Devonics. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind natürlich in den vergangenen Jahren auch stark immer gewachsen durch das Thema Hardware und Software. Daher, wir haben größer 2 Millionen installierte Geldautomaten und Kassensysteme, was zum Beispiel bei dem Thema Geldautomaten bedeutet, dass jeder dritte Geldautomat auf der Welt halt auch ein Devonics-Automat ist. Damit haben wir auch schon eine ganz ordentliche installierte Basis. Bei den Retail-Systemen, und das geht einher mit dem Thema 3000 plus Patente, die wir haben. Wir sind auch sehr innovativ unterwegs, um da zum Beispiel auch ein Beispiel zu bringen. Bei den Retailern sind wir bei unserem Kunden IKEA 2020 auch für das Thema KI, für sogenannte Self-Checkout-Automaten entsprechend prämiert worden. Diese Self-Checkout-Automaten sind sie, wenn sie zum Beispiel bei der Firma IKEA einkaufen, dann gibt es vorne ganz normale Kassen und die Systeme, die dort automatisiert auch die Kassen dann entsprechend ersetzen. Das sind die sogenannten Self-Checkout-Automaten und da ist auch das Thema KI fließt damit ein. Wir arbeiten mit den Kunden da zusammen, um die Lösungen entsprechend zu erarbeiten. Deswegen auch hier Top 5 Provider für das Thema Software. Wir schreiben nicht nur Software für die entsprechenden Systeme, sondern entwickeln auch dann die Lösungen zusammen mit den Kunden, wie dann jetzt bei dem Beispiel Retail und IKEA. Weitere Zahlen ist, wir, die Devonics haben weltweit 22.000 Mitarbeiter. Da sieht man aber auch, dass wir viel auch im Service unterwegs sind. Das heißt auch 14.000 Mitarbeiter sind da im Service für uns tätig. Service bedeutet natürlich einmal viel Service, um Geldautomaten zu befüllen, zu reparieren, Preventive Maintenance durchzuführen, also auch Reinigungen durchzuführen, Reparaturen durchzuführen. Aber auch, wir bieten unseren Kunden natürlich auch an, bei uns anzurufen und entsprechend ihre Fragen loszuwerden, wenn sie Fragen haben zu den Geräten, wenn es Probleme mit den Geräten oder mit irgendwelchen Anwendungen gibt. Deswegen auch da sind im Servicebereich sehr viele Leute auch in den Service-Desks unterwegs
und lösen größer 10 Millionen Service Calls pro Jahr tatsächlich. Hier ein kleiner Überblick über unsere Standorte. Das sind nur die größeren Standorte. Dadurch, dass wir unser Headquarter in den USA haben, in North Canton, in Ohio, und wir viel auch in Asien an Standorten haben und auch an Fabriken haben oder eine Fabrik haben, ist es im Prinzip so, dass wir 365 Tage, 24x7 überall im Einsatz sind. Zeigt diese Karte auch so ein bisschen. Hier sind die hauptsächlichen Standorte mit den größeren Standorten, wie zum Beispiel den Produktionsstandorten. Und da möchte ich halt auch einmal von der ganz großen Karte so ein bisschen wieder zurück auf das Thema Deutschland und Paderborn. Auch in Paderborn haben wir noch eine sehr große Fabrik im Einsatz, wo wir tatsächlich noch eine sehr starke Tiefe an Fertigung haben. Das sieht man hier auf den Bildern. Man sieht die Metallfertigung, die wir bei uns im Haus haben. Das geht davon Metallbearbeitung, robotergesteuertes Biegen und Falten der Systeme. Das geht über eine automatisierte Lackierstraße, wo die Teile entsprechend alle durchgehen. Wir haben eine Modulfertigung, wo die Module dann entsprechend noch bei uns vor Ort zusammengebaut und getestet werden, bis hin dann zu einem autonomen Fahrsystem, wo dann die Systeme Kunden individuell zusammengebaut werden. Man kann das hier auf dem kleinen Bild nicht erkennen so richtig, aber es ist tatsächlich so, wir arbeiten auftragsbezogen, das heißt, wir bekommen womöglich 10 Aufträge von einem Kunden und 10 weitere und wir sind hier in der Lage, auf dieser Linie auch einen völligen Mix an Systemen zu fahren. Wenn man da mal dran hergeht, ist es schon schwierig, dann zu sehen, ob zwei Systeme zusammengehören, weil der Mix, den wir an Systemen dort fahren, ist tatsächlich sehr hoch. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Das passiert sehr stark, gestützt natürlich auch durch IT. Industrie 4.0 ist auch hier ein Stand, ist hier ein Stichwort. Schauen, dass wir die Systeme alle getrackt kriegen, digitale Anzeigen von den Aufträgen, die an den Systemen hängen, die automatisch aktualisiert werden, wenn es Fehlteile gibt, wenn es Änderungen im Auftrag gibt. Also auch da ist das Thema Automatisierung und Technologie sehr, sehr stark im Fokus. Kurzen Absprung, also das war es zu dem Thema Dibonixdorf von meiner Seite. Hier dann der Absprung, was wir machen für das Thema Move-Projekt. Wie Julia gerade schon vorgestellt hat, sind wir von der Dibonixdorf bei dem Thema Lieferterminprognose mit eingebunden. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum wollen wir eigentlich irgendwas an dem Thema Lieferterminprognose verändern. Das Thema ist schon, unsere Kunden haben natürlich ein hohes Interesse daran zu wissen, wann kommt ein Gerät an, wann können sie damit rechnen, eine Installation durchzuführen. Das ist halt nicht vergleichbar mit einem Smartphone oder einem anderen elektronischen Gerät, das man auch schickt, was der Kunde gegebenenfalls auch mal 2 Tage stehen lassen kann und dann erst installieren kann. Von unseren Geräten ist es egal, ob es ein Kassensystem im Retail-Umfeld ist oder ob es ein Geldautomat ist. Es müssen auch viele Aktivitäten rund um den Standort gepflegt werden. Daher haben die Kunden natürlich ein hohes Interesse daran zu verstehen, wann diese Systeme sehr konkret kommen, weil das natürlich auch nicht deren Kernaufgabe ist, sich um diese Installationen zu kümmern, sondern sie wollen Ware verkaufen, sie wollen Geld auszahlen können und wollen sich dann darauf verlassen, dass wir als Partner entsprechend unsere Termine einhalten. Und deswegen ist uns die Lieferterminprognose so wichtig. Die Frage könnte natürlich sein, gibt es sowas heute nicht? Natürlich gibt es heute auch Lieferterminprognosen. Wir haben heute schon viele Datentöpfe, wo wir natürlich unsere Informationen herbekommen. Wir haben natürlich das Wissen und viel natürlich auch
in Köpfen. Wie sieht es aus mit Anlieferungen beim Kunden? Wie lange dauert, wenn ein Schiff von A nach B fährt? Wie lange dauert es, wenn ein LKW von A nach B fährt? Diese Themen haben wir natürlich auch heute schon und werden heute auch schon in einem manuellen Tool gepflegt. Aber das ist tatsächlich ein manueller Aufwand und viel mit auch Kopfwissen zusammen, sodass wir die Möglichkeit haben, auch dem Kunden oder den Vertrieben heute für die Kunden dann entsprechend diese Lieferprognose abzugeben. Diese hohen Aufwände, das ist genau das Thema, wo wir hoffen, dass uns da dieser Ansatz, den wir jetzt mit dem Move-Projekt zusammen verfolgen, unterstützt. Das heißt, Nutzen von vorhandenen Datentöpfen, diese anzapfen, daraus historische Daten über die KI, ich sag mal, analysieren und lernen zu lassen und tatsächlich gegebenenfalls externe Datenquellen noch mit einzubinden, um da ein besseres Verständnis zu kriegen, was es vielleicht für externe Einflüsse geben kann. Diese externen Datenquellen, und das ist ein Zielbild von uns. Diese externen Datenquellen können natürlich jegliche Art Datenquellen aus dem Internet sein, können solche Sachen sein, zu verstehen und mit zu analysieren, wie das Thema Suezkanal, Stau im Suezkanal, ist ja ein relativ bekanntes Thema noch, oder Vulkanausbrüche und Flugzeuge gehen nicht. Diese Themen sind in den Medien bekannt, werden dann natürlich von den Experten heute auch schon genutzt, aber da ist tatsächlich die Frage, wie können wir das gegebenenfalls auch für so einen KI-Einsatz automatisiert nutzen und dann mit verarbeiten. Der Ansatz ist, eine zentrale Datenbasis zu haben, wo genau diese externen Datenquellen mit angebunden werden, aber auch natürlich unsere verteilten Standorte, wo entsprechend die Systeme auch gefertigt werden. Da gibt es natürlich überall ERP-Systeme, die heute schon Daten liefern. Diese Daten dann entsprechend zu nutzen, in einer zentralen Datenbasis zu konsolidieren und dann entsprechend über den KI-Ansatz diese Daten zu analysieren, zu schauen, wie war es in der Vergangenheit, welche Einflüsse haben Sommer- und Winterzeit, gibt es unterschiedliche saisonale Einflüsse, gibt es unterschiedliche, tatsächlich externe saisonale Einflüsse, die man gegebenenfalls berücksichtigen muss, die dann entsprechend über die KI analysieren zu lassen, um daraus dann eine valide Lieferterminprognose an die Vertriebe und somit an unsere Kunden zu geben. Was haben wir gemacht zusammen mit dem Forschungsprojekt? Julia hat es gerade schon vorgestellt. Natürlich war am Anfang das Thema erstmal die Ausgangslage und das Nutzenversprechen anzuschauen. Da haben wir festgestellt, es gibt viele Einflussfaktoren auf die Prognose. Ich hatte das gerade schon mal erwähnt. Wir sprechen immer von dem Thema Retail und Banking. Es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Segmente, die wir da bedienen und die verhalten sich auch anders. Da gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Eine Kasse kann ich vielleicht über den nächsten DHL-Mann verschicken. Einen Geldautomaten wird er sich sicherlich schwer mit tun, den auszuliefern. Das heißt, es sind unterschiedliche Vertriebswege, die wir uns da anschauen müssen. Wir haben natürlich immer auch Exotenmaterialien, was die Schwierigkeit der Prognose immer erschwert, wo man auch dann nicht so abschätzen kann, wann bekomme ich das Material. Spontane Knappheit ist in der heutigen Zeit, das Spontan ist leider gerade kein Thema. Es ist eine absolute Knappheit, wird vielen sicherlich bekannt sein. Auf dem gesamten Weltmarkt sind überall Materialien, die aktuell fehlen, also das Thema Knappheit von Materialien, damit ist immer zu rechnen, dann muss man immer schauen, wie geht man damit um, gibt es da historische Daten, also das wird sicherlich auch für das Thema mit der KI schwierig. Verschiedene Transportwege, bin ich gerade schon mal kurz drauf eingegangen und natürlich Regularien am Ziel. Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich mit dem LKW einen Geldautomaten nach Castrop-Rauxel fahre oder ob ich einen Geldautomaten nach Brasilien verschiffe. Da sind sowohl die Wege als auch die Hürden
sind da ganz andere in Brasilien. Bis da auch Zollvorschriften unterschiedlichster Art und Couleur, wo man sich sicherlich darauf einlassen muss. Das sind die Einflussfaktoren auf das Thema Prognose. Wer sind unsere Stakeholder? Ich hatte es gerade gesagt, im Endeffekt immer unsere Endkunden, die aber bei uns natürlich nicht direkt in der Fabrik anrufen und fragen, sag mal, wann hast du einen Geldautomaten für mich? Sondern das läuft alles über die Vertriebe, vertriebsnahen Organisationen und Partner. Damit sind das natürlich unsere Kunden, unsere Ansprechpartner, mit denen wir da dann uns abstimmen müssen, um genau diese Daten oder um genau diese Informationen den Vertrieben bereitzustellen. Das Nutzenversprechen ist, dass wir eine zuverlässige Lieferterminprognose haben und die auf einer tagesaktuellen Einschätzung entsprechend dann generiert wird. Wichtig ist hier auch noch, hatte ich gerade bei der Erklärung, was machen wir eigentlich in Paderborn, in der Fertigung auch kurz erklärt, ist es auch ganz wichtig, da die Konfiguration mit reinzubeziehen. Also tatsächlich ist es so, dass viele unserer Kunden, und das schätzen sie auch an die Bonixdorf, sehr unterschiedliche Varianten bestellen können. Das ist natürlich für uns auch, ich will nicht sagen ein Alleinstellungsmerkmal, aber macht uns sicherlich, hilft uns in dem Markt, macht es aber natürlich auch schwierig, entsprechend solche Prognosen zu machen. Das heißt, da ist natürlich für die Lieferzeitprognose auch die Systemkonfiguration immer relevant zu gucken. Sind es unterschiedliche Tresore, sind es tatsächlich, wie oben kurz angesprochen, sind es spezielle Materialien, vielleicht auch spezielle Farben, die der Kunde haben will, irgendwelche Beklebungen. Also da gibt es tatsächlich wenige Sachen, die man sich da vielleicht an so einem Geldautomaten noch gar nicht vorstellen kann oder Kassensystem. Die Zieldefinition haben wir dann durchgeführt. Da haben wir gesagt, wir wollen die manuellen Aufwände minimieren. Natürlich, wir wollen eine Ad-hoc-Lieferterminprognose haben, aber ein ganz großes Ziel ist natürlich die Minimierung der manuellen Aufwände für die Prognose, weil das tatsächlich ein Thema ist, wo wir sehr viel Zeit mit reingesteckt haben. Das Strukturieren der Einflussgrößen, dass man das besser abschätzen kann, implementieren eines maschinellen Lernverfahrens und erstellen eines sogenannten Expertensystems, wo man dann die Informationen von den Experten auch mit reinbringen kann. Wichtig war für uns auch im Team zu sagen, was ist denn nicht das Ziel von dem Move-Projekt und das Autoscope zu definieren, ist halt auch immer sehr wichtig, wenn man solche Projekte durchgeht. Es soll keinen Einfluss auf unsere aktuelle Terminierung in den Werken haben. Da gibt es andere ERP-Systeme, die das heute übernehmen, wo wir auch dann die Daten entsprechend rausbekommen für die Lieferterminprognose. Aber die Themen und Personalplanung sollen darüber nicht verändert werden. Also das soll keinen Einfluss darauf haben. Es gibt immer wieder sehr spezielle Anpassungen von Kunden, von Organisationen vor Ort in den Ländern, wo wir keinen Einfluss darauf haben, den wir auch tatsächlich nicht berücksichtigen können. Und das last but not least ist es, wenn der Kunde sich während der Fertigung überlegt, der Geldautomat sollte doch nicht grün sein, ich hätte ihn gerne rot, dann ist es natürlich etwas, was wir dann nicht berücksichtigen können. Das ist dann tatsächlich eine Änderung der Systemkonfiguration. Das können wir schwerlich berücksichtigen. Wie sind wir das ganze Thema angegangen? Wir hatten zwei Workshops, wo wir uns tatsächlich über dieses ganze Thema Definition, über die Modelle, über die Zieldefinition Gedanken gemacht haben, abgestimmt. Mit wem müssen wir sprechen? Wie sehen eigentlich die Kategorien aus, wo wir uns im Detail noch mit unterhalten wollen? Was sind die Experten, die wir da noch mit einladen wollen und so weiter und so fort? Da sind entsprechende Domänen rausgekommen oder
Prozessschritte rausgekommen. Und da haben wir jetzt überlegt, wie gehen wir das als nächstes an, wen nehmen wir als nächstes in die Detaildiskussion, und haben dann festgestellt, das Wichtigste ist natürlich für so ein Projekt dann immer zu überlegen, okay, ist das, was wir uns alles so im kleinen Kämmerlein überlegt haben, ist das der richtige Ansatz? Oder ist unser Stakeholder gegebenenfalls gar nicht damit einverstanden, und haben dann tatsächlich den nächsten Workshop gemacht und haben das auf die vertrieblichen Belange abgeklopft, um zu schauen, ob das entsprechend auch zusammenpasst mit dem, was wir da uns überlegen. Und dann in drei weiteren Workshops detaillierter in die verschiedenen Bereiche Materialbeschaffung, Fertigungs- und Auslieferungslogistik zu schauen. Der nächste Schritt wird jetzt sein, mit Hilfe von den Kolleginnen und Kollegen von den Fraunhofern, da ist jetzt schon auch viel Arbeit wieder reingeflossen, ist in das Aufbereiten der Domänenmodelle zu schauen, wie bekommen wir die Informationen, die wir jetzt aus den Workshops haben, wie bekommen wir die eigentlich, was sind das für Informationen, die wir brauchen, also tatsächlich so eine Schicht zu schauen, was sind das für Informationen, und dann in den nächsten Level zu gehen, was sind unsere Datenquellen, die wir jetzt dann auch anzapfen wollen, müssen und dann auch entsprechend implementieren. Da komme ich dann auch schon zu meiner letzten Folie. Weiterer Projektverlauf. Wie ich es gerade schon mal gesagt habe, wir müssen uns jetzt weiter damit beschäftigen, wie sehen die einzelnen Prozessschritte aus, müssen da nochmal mit den Experten wieder zusammenkommen, werden anhand von dem Domänenmodell mit den Experten sprechen, ob wir jetzt wirklich tatsächlich alle Einflussfaktoren haben, ob wir alle Daten haben, die wir benötigen. Wir wollen ein Expertensystem implementieren, was wir im Prinzip mit den Daten füttern können, um darauf auch schon ohne eine KI eine Aussage machen zu können, um dann und dann im Schritt 3 auch eine Implementierung eines maschinellen Lernverfahrens zu implementieren, auf Basis der entsprechenden Daten. Was müssen wir dafür tun? Ich hatte es gerade schon mal gesagt, wir müssen jetzt schauen, wo sind die Daten, wie kommen wir an die Daten, wie bekommen wir die Systeme dazu enabled, wirklich auch an die Daten zu kommen. Erste Implementierung für die Datenzugriffe müssen wir jetzt machen. Hier das Thema prototypische Einbindung, mal zu schauen, wenn ich tatsächlich Daten an eine KI gebe. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, jeder Ansatz von so einer KI wirkt jetzt erfolgreich. Herr Anhalter durch die Galaxis hat gezeigt, wenn ich etwas reingebe, kriege ich die Antwort 42. Müssen wir natürlich dann auch analysieren, was machen wir mit der 42? Also tatsächlich erstmal das Einbinden der Daten, zu gucken, was bekommen wir da raus, und dann tatsächlich auch das Thema Verbesserung und dann zu schauen, was machen wir mit dieser 42 tatsächlich am Ende? Hilft die uns? Ist die weit weg von dem, was wir erwarten? Ist das weit weg von dem, was vielleicht auch unsere Experten gesagt haben, wie wir heute frühere Abschätzungen gemacht haben und so weiter und so fort?